So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wir haben es jetzt schon, mein Gott, heute ist es nicht so gut hier. Ja, egal. Mittwoch schon. Und ich setze mich um ganz kurz. Besser? Na, ist auch egal. Ich war noch mal ganz kurz bei Lidl und ich war noch mal bei meinen Eltern, habe was ausgedruckt. Vielleicht so eine Umschulung oder eine Weiterbildung zur Trauerberatung. Nee, Trauerbegleitung. Genau, so war das. Umgang mit dem Tod und mit Sterbenden. Das kann ich vielleicht auch im Hospiz arbeiten. Ob ich das könnte, weiß ich nicht, aber man kann das ja mal ausprobieren. Von daher habe ich das so ausgedruckt, das ist sowas von Kursnet, was das heißt. Und ich habe ja im Laufe der Woche noch einen Termin beim Jobcenter. Und ja, mal schauen, ob das klappt. Vielleicht, weil das steht drauf, dass es mit Bildungsgutschein gefördert wird. Deswegen, ja, Fragen kostet nichts. Genau. Meine Lieben, ich zeige euch, was ich gekauft habe und bei meinen Eltern bekommen habe oder mitgenommen habe. So ein Schwamm. Der Schwamm ist so ein fürs Bad, fürs Baden, Duschen, ne? So ein Schwamm halt, was das ist. Ding. Dann eine Tomatensauce, also zumindest gehackte Tomaten. Ja. Dann, heute Morgen ist mir mein Mikrowelle kaputt gegangen. Nicht die ganze Mikrowelle, sondern nur das Glas da drin. Ne? Also so ein Teller. Ne? Und das ist so wirklich so geknallt. Wirklich, also wirklich in ziemlich kleine Einzelteile zersplittert. Aber zum Glück nichts anderes passiert. Also ich könnte jetzt einfach so irgendwelche andere Sachen da reinpacken. Das geht trotzdem noch. Aber der Teller ist halt kaputt. Deswegen muss ich halt für den nächsten Monat einen neuen Teller kaufen. Aber es klappt auch. Dann habe ich hier einmal Schinkenwürfel. Dann Teewurst zweimal. So vom Metzger oder vom Bauern. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Dann hier Butter. Ja. Warum jetzt Butter da drin war? Butter? Weiß ich nicht. Na gut, ist egal. Ich brauche ich eigentlich nicht, aber egal. Ich habe nämlich Letter noch, ne? Deswegen, naja, egal. Dann habe ich hier einmal Salami. Dann habe ich hier Gouda. Dann habe ich hier, wie heißen die denn? Putengrillis. Normale, weil einmal gibt es Ketchup-Style und einmal die normalen, Klassik. Und Klassik schmeckt besser. Genau. Dann habe ich hier einmal solche Snack-Bockwürstchen. Die erinnern mich immer an Norwegen. Wir waren mal in Norwegen 2-3 Mal, glaube ich. Oder 4 Mal, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall. Das war Norwegen? War das Norwegen? Das war Norwegen, ne? Dann war das Norwegen? Dann war das das. Also schon so 4-5 Mal waren wir in Norwegen. Und dann hatten wir auch immer solche Würstchen auf so Hotdog oder auf so. Das war immer so, ja, das war so die Erinnerung an Norwegen. Ne, Essverhalten, ne? Aber finde ich auch was anderes auch in Norwegen, was ich jetzt nicht erzählen möchte, weil das schon ein bisschen eklig ist. Deswegen. Aber, ja, okay, ich sag's einfach, ist auch egal. Wal. Wir haben Wal gegessen und es war so eklig. Es war so gestunken und es war auch eklig, weil das war so nicht, weiß nicht, ich war es nicht so lecker. Also, ich habe wirklich gestern, weiß ich gar nicht, aber zumindest es roch sehr unangenehm. Mein Vater hat das gemacht, deswegen. Dann habe ich hier einmal Radieschen, ein Bund. Dann habe ich 1 Kilo Chicken Wings, Milch. Da muss ich gucken, geht es auf der Pfanne? In der Pfanne geht's auch. Ah, oh, la la la.
Ja, mal schauen. Weil ich ja jetzt mal gucken, wie das geht. Dann habe ich dreimal Katzenfutter. Und zwar Rind und Leber in Soße. Die werde ich jetzt gleich aufmachen, weil die betteln hier schon. Das riechen sie nicht, das nicht. Aber was habe ich hier noch? Ja. Hier nochmal Barmi-Goreng. Und einmal ein Toast. Genau. Ja, das war's. Ich werde jetzt meine Katzen füttern und mich gleich nochmal melden. Bis gleich. Hallo meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich glaube zumindest. Und ich habe lange nicht mehr gefilmt, auf jeden Fall. Letztes Mal, als ich gefilmt habe, war am Mittwoch, glaube ich. Und Donnerstag hatte ich einen Termin beim Jobcenter. Und da ist halt rausgekommen, dass, oder vereinbart wurde, dass ich noch einmal eine Maßnahme mache. Oder was ist denn eine Maßnahme? Ich weiß nicht. Also so ein Kurs, keine Ahnung. 8 Wochen lang, wenn es nicht zu einer Job kommt. Und genau, da gehe ich jetzt hin. Genau, lass mich mal, ich schminke mich jetzt erstmal. Bis gleich. Ich habe mich auch gerade abgeschminkt. wir haben es jetzt schon abends, gleich 21 Uhr. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Ich war ja bei der Maßnahme, ist das eine Maßnahme, Kurs, diese 3 Stunden da, ne? Und das ist ganz gut. Ich freue mich ja immer, andere Leute kennenzulernen. Und ich bin ja immer ganz offen für Neues. Und das dauert jetzt 8 Wochen ungefähr, wenn ich nicht zwischendurch was finde, ne? Das weiß man ja nicht, ne? Genau, aber ich war noch mal ganz kurz bei Kaufland mit meinem Bruder und habe auch gebacken, kann man das auch nicht nennen, aber was gekocht. Also so ein Auflauf, so ein Gemüseauflauf mit Hackfleisch und ja, also drin ist Kartoffeln, Zucchini und, oh, wie heißt denn das? Zucchini, genau. Was ist das andere? Ah, Kohlrabi. Genau, so heißt das Ding. Kohlrabi. Schmeckt sehr lecker.
Oder werde ich gleich essen. Ich habe probiert, habe ich schon. Ich habe heute noch nichts Großartiges gegessen. Ich habe heute zweimal an einem Toast abgebissen. Das war's bisher. Toll, toll. Naja, gut. Scheißegal. Aber ich zeige euch mal jetzt den Einkauf. Das ist hier einmal so ein Briefblock. Papier, also einfach nur Papier mit Kästchen, weil ich nehme mich einfach mit zu der Maßnahme. Vielleicht brauchen wir das irgendwann mal. Sicher ist sicher. Dann habe ich mal Toast mitgebracht. Ja, Toast ein bisschen. Dann Bacon. Ja. Dann so Würstchen. Die schmecken sehr gut, schmecken genau wie in... Es fehlt schon da die Hälfte raus hier. Die ist schon offen, weißt du? Die schmecken so wie in Norwegen, deswegen. Dann habe ich hier einmal eine Vollmilch. 3,5%ige Vollmilch. Letztes Mal habe ich 0,1% fetthaltige, also 0,1, ne? Also wo gar kein Fett drin ist, habe ich 3,5 jetzt. Ja, ja, gut. Ach ja, bei Kaufland ist es für mich eher nicht so einfach einzukaufen, weil das alles so ein bisschen umgestellt ist. Es war mal sehr, sehr gut und jetzt ist alles furchtbar. dann habe ich hier zweimal Kochschinken, aber von meinen Eltern geklaut, kann man nicht sagen, aber mitgenommen, weil die sind zurzeit nicht da. Und ja, brauchen sie es zurzeit nicht. Und bevor es verschlecht wird, nehme ich es mit. Akku ist leer. Ja, ich versuche es manchmal einfach weiter. Vielleicht geht das ja noch ein bisschen. Hier habe ich junger Gemüsemais. Hier habe ich Hackfleisch, ne? Ja. Hier ist Rinderhackfleisch. Ist noch haltbar bis zum 26.09. Was ist denn hier? Ach du Scheiße. Fusilli Tomatensauce. So. Ja. Dann habe ich hier nochmal zwei Zucchinis. Ein bisschen, ein paar Tomaten. Hier einmal ein Bunt Radieschen. Dann nochmal ein bisschen. Und zwar Chicken. Schmecken wirklich ganz anders als die anderen. Jetzt habe ich hier einmal Salami, dreimal Teewurst. Und irgendwas ist hier ausgelaufen. Ist egal. Geht noch. Jetzt nochmal Teewurst. Hier einmal grobe Teewurst. Und einmal Light. Ach, Motte. Dann habe ich hier einmal Gemüsebrühe. Maggi. Dann habe ich hier einmal eine Knoblauchzehe. Ach du Kacke, hier ist alles aufklappen. Dann habe ich noch sowas hier, so einen Tee. Dann dreimal. Läuft noch. Bohnen in Tomatensauce, genau. Und zwar einmal hier Chili, pikant. Dann Bio, weiße Bohnen in Tomatensauce und dann halt das Original von Heinz irgendwas. Genau. Das war's, glaube ich, ne? Und habe ich hier noch, ja, hier, zweimal noch. Einmal Sachen hier. Filinchen und einmal Knoblauchgranulat, habe ich von meinem Bruder geschenkt bekommen. Ja. So, meine Lieben, ich packe das jetzt weg und Akku geht gleich sowieso aus. Bis gleich. So, meine Lieben, bevor mein Nachbar gleich wieder klingelt, wollte ich mich noch schnell verabschieden. Bis zum nächsten Video. Tschüssi!